Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, am Industrial App Marketplace Thementag hier in der Produktion von Nolte Küchen. Mein Name ist Robert Rey von der Firma Perfakt. Ich möchte Sie heute hier mit einem Praxisbeispiel direkt an den Ort des Geschehens führen und habe dafür Verstärkung mitgebracht. Neben mir steht Herr Rubbe von Nolte Küchen aus der Prozessdatenverarbeitung und er stellt gleich einmal sich selber und das Unternehmen Nolte Küchen kurz vor. Ja, schönen guten Tag auch von meiner Seite. Wie Herr Dr. Reh eben schon sagte, mein Name ist Thorsten Rubbe. Ich arbeite hier bei Nolte Küchen in der Prozessdatenverarbeitung. Das ist praktisch die systemnahe, produktionsnahe IT. Und wir sind hier an einer Kostenstelle, wo wir einen ersten Test gemacht haben, um mit einem Edge-Device praktisch Daten aufzunehmen. Wir sind daran interessiert, den Produktionsstatus unserer Anlagen zu erfassen. Und das Ganze sollte möglichst allgemein und einfach für uns und auch anpassbar sein. Ja, Sie sehen schon hier an dieser Kostenstelle, wir haben ja nicht eine vollautomatisierte Arbeit, sondern wir haben auch Handarbeitsplätze. Und diese Handarbeitsplätze werden durch automatisierte Technologie mit Material versorgt. Und diese Daten möchten wir gerne aufnehmen. Deswegen gehen wir hier mal in die Nähe der Technik, die hier zum Einsatz kommt. Sie haben im Hintergrund eben gesehen, die Handmontageplätze werden durch eine Förderstrecke versorgt, an der Lichtschranken angeschlossen sind. Und diese Lichtschrankensignale, die möchten wir erfassen, um am Ende die Maschinenverfügbarkeit zu erfassen. Und dafür setzen wir schon heute hier ein Edge Gateway ein von der Firma SSV, einem Partner von uns, der auch heute hier am Thementag teilnimmt. Dieses Edge Gateway nimmt diese Daten auf, verarbeitet die Daten über die Perfakt App, die hier installiert ist. Und diese Daten dienen dann dazu, entsprechend hier auch ausgewertet zu werden, um tatsächlich zu sehen, ist die Anlage in Betrieb, ist Material an dem Handarbeitsplatz verfügbar, kann hier gearbeitet werden, um die Maschinenverfügbarkeit und die Produktion entsprechend transparent auszuwerten. Und wie das jetzt im Detail in der Konfiguration funktioniert, wie diese App auf dieses Edge Gateway kommt, das wird jetzt Dr. Jokusch in einem Praxisbeispiel live aus Herford uns zeigen und anschließend schalten wir wieder hierhin zurück, um Ihnen nochmal einen Eindruck zu geben, wie das Projekt sich entwickelt. Viel Spaß! So, ich übernehme dann mal, wenn ich zu hören bin. Und wechsle dann mal auf mein Setup hier. Bis zu hören und zu sehen. Diejenigen, die jetzt schon ein bisschen den Tag verfolgt haben, haben diesen Setup jetzt schon ein paar Mal gesehen. Ich nehme jetzt trotzdem die Gelegenheit, wo ich ein paar mehr Minuten habe, um das mal zusammenhängend zu erzählen, um das alles einmal nochmal zu erklären und ein bisschen in Zusammenhang zu stellen zu dem, was wir gerade bei Nolte gesehen haben. Bei Nolte haben wir natürlich eine relativ einfache Linie gesehen. Da sind Lichtschranken. Wir können die Lichtschranken abgreifen. Wir kommen also im Grunde genommen in die Steuerung rein. Wir können auch ein paar der Sensoren, die die Steuerung mitbringt, abgreifen, um zusätzliche Informationen zu erlangen. Eigentlich ist der Kern von vielen Projekten, die wir so erleben, dass die Steuerung der Maschinen uns fast alle Informationen liefern, um wirklich Betriebsdatenerfassung zu machen. Und ein bisschen was fehlt. Und das bisschen, was fehlt, das können wir eben mit Edge-Devices sehr gut ergänzen. Und es gibt eben auch Situationen, da kommt man noch nicht mal an die Lichtschranken dran, da hat man gar nichts. Und das ist eben eine Situation, in der so etwas wie Schwingungssensorik einem sehr helfen kann, um die fehlende Information zu ergänzen. So, die fehlende Information in diesem Fall ist, dass wir hier eine Standbohrmaschine haben und wir wollen vier Zustände von dieser Standbohrmaschine letztlich unterscheiden können, nämlich entweder die Maschine ist aus, das sieht so aus. Ich habe hier einmal das Display nebenher laufen, das uns zeigt, wie unser Display das darstellt, also wie der Sensor das darstellt. Ich erkläre noch mal kurz die vier Paneele. Links oben haben wir den direkten Output von dem Schwingungssensor in allen drei Achsen, das heißt Bewegung um die X, die Y und die Z-Achse. Und wenn ich hier gegen den Sensor klopfe, dann sieht man die Klopfpulse entlang einer Achse stärker als entlang der anderen beiden Achsen, weil ich hier gegen die Z-Achse geklopft habe. Das ist also erstmal so die Erklärung von diesem Diagramm hier oben.
Das Diagramm darunter ist interessanter. Das ist ein Spektrogramm. Das heißt, wir sehen hier die Frequenzen von 0 bis 128 Hertz. Und wenn ich hier in einem gewissen Rhythmus klopfe, dann sehen wir, dass so bestimmte Frequenzen besonders gut sichtbar werden. So, in dem dritten Diagramm sehen wir die Leistung, die an dem Sensor anliegt. Das heißt, wenn es eine besonders große, heftige Schwingung ist, dann schlägt dieses Ding hier stärker aus. Das ist die Summe der Amplitudenquadrate, wenn es interessiert. Und hier unten haben wir dann die Durchschnittswerte der einzelnen Sensorwerte. Hier sehen wir zum Beispiel, dass entlang der X-Achse des Sensors der größte Ausschlag ist. Und dieser Ausschlag, der steht für die Gravitationskraft. Das heißt, wenn der Sensor in einer anderen Lage sich befinden würde, dann würde hier ein anderes Bild entstehen. So, nur um kurz zu sehen, dass das sich wirklich ändert, wenn ich den Apparat anmache. Ich gehe mal ein bisschen über mein Mikrofon, damit Sie mich weiterhin gut hören können. Dann sehen wir, dass im laufenden Zustand das Spektrogramm eine relativ charakteristische Form hat. Aber ich könnte jetzt als Mensch nicht direkt beurteilen, was an diesem Spektrogramm gut oder schlecht ist. Also ich bremse zum Beispiel ein bisschen das Gerät und das Spektrogramm sieht wieder anders aus, aber irgendwie immer noch kompliziert. Und ich kann mal hier mit einem Werkzeug ein bisschen Vibrationen erzeugen und dann sieht das Spektrogramm wiederum anders aus, aber ich kann eigentlich mit bloßem Auge nicht wirklich unterscheiden, was jetzt was ist. Man könnte durchaus diese Leistungskurve verwenden. Das wird auch von SSV in Projekten durchaus gemacht, dass lediglich die Schwingungsleistung, die an dem Gerät anliegt, verwendet wird, um daraus eine Information darüber zu geben, ob die Maschine gerade läuft oder nicht läuft. Das ist natürlich der einfachstmögliche Fall, aber wir wollen hier gerne ein bisschen weitergehen. Und dazu zeige ich Ihnen kurz, was Sie auf diesem Panel sehen können. Also hier links oben ist erstmal so ein Bereich, wo das Spektrum entlang einer einzigen Achse weiterhin sichtbar ist. Und wir haben hier auch einen Anzeiger mal hingesetzt, der den größten Frequenzausschlag zeigt und den Wert, den diese Frequenz dann hat. Man könnte ja auf die Idee kommen, zum Beispiel anhand dieser Frequenz, das sind jetzt 44 Hertz, Rückschlüsse darauf zu ziehen, dass sich irgendein Getriebeteil oder so in dem Gerät mit 44 Hertz dreht. Das heißt, wenn ich die Geschwindigkeit hochdrehe, dann würde ich erwarten, dass sich diese Frequenz ändert. Das tut sie leider nicht. Und das ist schon ein Zeichen dafür, dass die Frequenzanalyse in solchen Apparaten nicht so trivial ist, dass man sich einfach das Frequenzmaximum nimmt und dann hat man die Drehzahl. Das klappt nicht immer. Und das klappt deshalb nicht immer, weil in diesen Gehäusen auch gerne Resonanzen stattfinden. Und je nachdem, welche Größe das Gehäuse hat, hat das Gehäuse selbst eine charakteristische Resonanzfrequenz. Es kann also sein, dass wenn man mit so einem Schwingungssensor da dran geht, dass man dann nicht ganz die Wahrheit sieht. So, das heißt, wir versuchen etwas Besseres zu machen. Und das Bessere, was man eben heutzutage dazu aus der Schublade holt, sind Machine Learning Modelle. Wobei man, also ich spreche da sehr ungern von künstlicher Intelligenz, denn mit Intelligenz hat das im Grunde genommen nichts zu tun. Es hat mehr zu tun mit Arbeitsersparnis. Und zwar mit Arbeitsersparnis des Programmierers. Wenn Sie sich vorstellen, ich muss als Programmierer etwas Schlaues bauen, was so ein Spektrum irgendwie analysiert, Maxima misst oder Breiten von Maxima, irgendwas damit tut, so lange, bis ich diese vier Zustände unterscheiden kann, dann dauert das eine ganze Weile. Und wenn ich das mit dem ersten Gerät gemacht habe, dann habe ich damit immer noch nicht genug gelernt, um das beim zweiten oder dritten Gerät wiederholen zu können. So, wenn man jetzt stattdessen ein Machine Learning Modell nimmt, was im Wesentlichen eine flexible Funktion ist, eine Funktion, die dieses komplizierte Zeug hier reinbekommt und die etwas Einfaches rausgibt. Das Einfache, was die Funktion rausgibt, ist der aktuelle Betriebszustand. Hier zum Beispiel aus, läuft, läuft unter Last, läuft unter Vibration, diese vier Zustände, die ich vorhin genannt habe. Diese Funktion, die kann man jetzt trainieren sozusagen. Also ich gebe der Funktion richtige Antworten und wenn ich genügend richtige Antworten auf einen Stapel gelegt habe und
trainiere die Funktion so, dass sie diese Antworten liefert, dann kann es sein, dass unter anderen Umständen, die ich im Feld finde, diese Funktion immer noch die richtige Antwort liefern wird. Das ist immer so eine Sache. Das kommt auf die Qualität des Modells an, ob das so funktioniert oder nicht. Aber gerade in diesem Bereich tun sich natürlich auch Universitäten und einige Firmen sehr hervor. Und Notion ist da unser Partner. Von Notion kommt also sozusagen die Applikation, die diese vier Lichter hier zum Leuchten bringt. Wenn man kurz, bevor wir uns das anschauen, nochmal im Zusammenhang den ganzen Aufbau sieht, ist das also so, dass wir von SSV hier diesen Sensor an der Maschine haben. Ich sollte nicht da drauf klopfen, sonst gibt es immer wieder schöne Messwerte. Der Sensor wird von einer Software von SSV auf diesem Gateway ausgelesen und auf einen MQTT-Broker auch auf diesem Gateway hinterlegt. Auf diesem Gateway läuft außerdem die Sensor Placer App von uns. Das ist diese, die wir hier sehen. Und es läuft auf diesem Gateway die Notion App, die dann den Trainingsprozess begleitet. Das heißt, unsere App liefert die aufbereiteten Sensordaten. Zum Beispiel machen wir die Fourier-Transformationen und liefern diese Transformationen auf dem MQTT-Bus. Und von diesem Bus nimmt sich das die Notion App runter, rechnet das Modell durch, sozusagen, also rechnet den Zustand aus, den das Modell jetzt vorhersagt, und liefert das wieder zurück an MQTT. Und das wird hier alles zusammen in dieser Darstellung präsentiert. Genau, dann lassen wir mal hier das Ding loslaufen. Und dadurch, dass ich jetzt vorhin dieses Netzwerk schon ein bisschen vortrainiert habe, sieht man jetzt also kaum, dass die Maschine läuft, ist ja auch mit hundertprozentiger Sicherheit das Netzwerk der Ansicht, dass das der Zustand der Maschine ist. Wenn ich es ausschalte, dann springt das natürlich hier rüber. Diese kleine Verzögerung liegt daran, dass wir einmal pro Sekunde so ein Spektrogramm bekommen. Das heißt, schneller als einmal pro Sekunde können diese Graphen auch gar nicht reagieren. Dadurch kommt diese Zeitrasterung zustande. So, wir können nochmal den dritten Zustand durchprobieren. Nämlich Last produzieren. Und sobald der Apparat unter Last ist, springt auch hier das Netzwerk um auf diesen Zustand. Der Fehlerzustand ist deutlich schwerer zu detektieren, aber ich kann das auch mal versuchen. Den haben wir extra dazu genommen, weil es da halt nicht so einfach ist. Aber auch da sehen wir, während die Schwingung deutlich da war, ist auch da das neuronale Netz ich bin ziemlich sicher, dass wir ein Problem haben. Genau, und unsere Vorstellung dabei ist halt, dass wir, wenn wir solche KI-Technik haben und die einfache Sensortechnik, dass wir dann mit relativ wenig Hardwareaufwand und mit sehr schlauem Softwareaufwand dazu kommen, dass die Kollegen, die an den Maschinen stehen, also nicht mehr jede einzelne Maschine irgendwie eintarieren oder so müssen, sondern an jeder einzelnen Maschine brauchen wir nur eine Zeit lang diese Trainingsdaten. Wir brauchen die Informationen, in welchem Zustand sich die Maschine jetzt gerade befindet, damit wir mit diesen Daten das neuronale Netz trainieren können. Und das Modell erledigt dann für uns die Definition von Zuständen. So, wofür sind Zustände gut, um das mal in die nächste Stufe weiterzuspinnen? Einfach mit diesen drei Werten läuft unter Last oder ist aus. Alleine damit können Sie schon sowas machen wie einen Arbeitszyklenzähler, einen Betriebsstundenzähler, auch einen Problemstundenzähler, wenn Sie die Vibration mit reinnehmen. Das heißt, es steckt schon alleine hier drin, wenn man das über lange Zeit mitlaufen lässt, im Grunde genommen die Grundlage zu einer Betriebsdatenerfassung. Und das ist im Grunde genommen so das Gesamtkonzert, was wir hier zeigen wollen. Das Training beispielsweise dieses Netzwerkes müssen wir immer mal wieder wiederholen, wenn wir diesen Sensor woanders unterbringen. Und das ist auch völlig normal. Aber das Modell selber ist eben so konstruiert, so aufgebaut, dass es auf jeden Fall mit dieser Motorensituation, egal was das jetzt genau für ein Motor ist oder wo der Sensor genau angebracht ist, ganz gut klarkommt.
Genau. Ich würde jetzt weiter übergeben an den nächsten Sprecher und ich habe leider mein Cheat-Sheet hier nicht liegen. Herr Walter von SSV. Ja. Herr Walter ist der Nächste in der Reihe. Dann würde ich einmal hier gerade meinen Bildschirm ausknipsen, wenn ich das beherrsche. Ich bin so einfach. Ach, da haben wir Stop-Sharing. Okay. Gut, und dann ist der Platz frei. Super. Vielen Dank, Jan. Ich hoffe, ich bin zu hören. Ja. Jawohl. Gut, alles klar. Insofern kann ich mich ja dann in den paar Minuten, die mir bleiben, darauf konzentrieren, ein bisschen was über den Sensor zu erzählen und ein bisschen darüber, warum der Dogger letztendlich hier ein ganz entscheidendes Instrument ist. Ich hoffe, das ist hier zu erkennen, was ich hier auf meinem Bildschirm teile. Jawohl, auch das. Gucken, ob wir das ein bisschen größer kriegen. Ist immer noch zu erkennen? Okay, gut. Ja. Also, insofern wurde das ja eben schon hervorragend dargestellt von dem Jan, wie das Zusammenspiel der Bausteine eigentlich aussehen soll. Und ich komme jetzt einfach mal zu ein paar Details über den Sensor. Also das, was wir da als Sensorelement nutzen, ist ein sogenannter MEMS-Sensor, ein mikroelektronisches mechanisches System. Das heißt, es ist ein kleiner Halbleiterchip, in dem ein dreidimensionaler Beschleunigungssensor und ein dreidimensionaler Winkelgeschwindigkeitssensor enthalten ist. Das müssen Sie sich ganz einfach so vorstellen, dass man halt in drei Achsen, X, Y und Z, zum einen die Beschleunigung messen kann und zum anderen in drei Achsen auch die Winkelgeschwindigkeit, wenn sie dann von der Anwendung benötigt wird. Sie haben ja eben schon in den Daten gesehen, eine Beschleunigung ist eigentlich immer da, auch wenn nichts passiert. Das ist dann halt einfach das Rauschen der Dinge, die da vorhin angezeigt wurden mit ganz geringer Amplitude. Und insofern, es gibt da keinen Ruhezustand. Also, dass Sie da eine Nulllinie bekommen, ist eigentlich nicht zu erwarten, weil diese Sensoren halt dermaßen empfindlich sind, dass Sie davon ausgehen können, irgendwas wird der Sensor immer messen. Das heißt, wir haben zum einen die Problematik, dass wir verschiedene Kanäle haben. Ich betrachte jetzt mal jede Achse und jede Gruppe als separaten Kanal. Das heißt, wir haben 6 Kanäle und müssen im Vorfeld dann jeweils entscheiden, wenn wir eine Messung durchführen, was wollen wir dann überhaupt haben? Wollen wir nur die Beschleunigung? Wollen wir auch die Winkelgeschwindigkeit? Wollen wir von jedem jeweils die 3 Achsen haben oder reicht uns unter Umständen schon eine Achse aus? Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist letztendlich, dass wir die Messdaten, also die, das, was wir da aus diesem Halbleitersensor rausholen, aus dem Halbleitersensorelement, was in diesem Sensor praktisch letztendlich die Arbeit verrichtet, dass wir diese Messdaten abtasten müssen. Das heißt, wie bei jeder Messung ist es so, dass ich eine Abtastfrequenz festlegen muss. Diese Abtastfrequenz muss letztendlich so ein bisschen mit der Maschine zusammenhängen, mit der Rotationsfrequenz. Das muss alles so ein bisschen zueinander passen. Das heißt, da braucht man so ein bestimmtes Grundwissen, wie man da vorgehen sollte. Man kann allerdings auch experimentieren, wenn man halt ein gutes Dashboard hat, so wie wir das hier eben gesehen haben, kann man auch einfach erstmal schauen, was ist denn im Grunde genommen der Parameter, der am meisten bringt. So, das bedeutet für uns als Anbieter, als Hersteller und Entwickler eines solchen Sensors, wir müssen irgendwie eine ganz einfache Schnittstelle schaffen, damit derjenige, der den Sensor nutzt, also was wir eben gesehen haben bei Perfakt, auch auswählen kann, mit welcher Frequenz soll abgetastet werden, welche Kanäle will ich haben, will ich einen, will ich drei, will ich zwei oder was auch immer da jetzt die Kombination sein mag. Und das ist zum Beispiel jetzt eine Eigenschaft, die wir in diesem Docker untergebracht haben, in dem sogenannten PyDS-Log-Container, der dann auch in dem Industrial App Marketplace zur Verfügung stehen wird. Das heißt mit anderen Worten, wir können jetzt hier abstrakt über sogenannte MQTT-Messages als Publish, beziehungsweise der Sensor ist dann der Subscriber, einfach über den Broker, der diese ganzen Apps, von denen Jan eben gesprochen hat, miteinander verbindet, also praktisch den PyDS-Log, die Datenvorverarbeitung, die Maschine, die künstliche Intelligenz, also ich sage immer künstliche Intelligenz, gemeint ist natürlich das maschinelle Lernen, inwieweit das jetzt künstliche Intelligenz ist, lassen wir mal außen vor. Das heißt, die kommunizieren über einen MQTT-Broker, der außerhalb der einzelnen Docker als weitere App vorhanden ist.
und ermöglicht dadurch halt praktisch die Konfiguration des Sensors, ohne dass man sich jetzt in die Details des Sensorelements einlesen muss. Also hier kann man jetzt wirklich eine Abtastfrequenz übergeben, eine Kanalauswahl übergeben und kann dann Start sagen und dann streamt der Sensor praktisch die Daten der ausgewählten Kanäle ebenfalls über MQTT an die jeweilige Anwendung. Und das ist das, was ich vorhin auch in meinem Vortrag meinte, für diejenigen, die vorhin schon dabei waren, als ich letztendlich über die Datensicht auf solche Aufgaben gesprochen habe. Das ist das, was ich meinte, dass man halt komplexe Vorgänge, also zum Beispiel die Details eines Sensors, die Konfiguration eines Sensors und, in einem solchen Docker ablegen kann. Wir werden in diesen Dogger sogar noch ein Update einbauen. Wir lassen in diesem Sensor nämlich ein kleines IoT-Betriebssystem laufen. Riot heißt das. Wir haben ein AB-Boot-Konzept da drin mit dem internen Mikrocontroller, auf dem dieses IoT-Betriebssystem läuft. Und wir werden sogar noch eine Sache da reinnehmen, sodass man die Firmware des Sensors sogar über diesen Weg updaten kann. Das heißt, ich kann im Grunde genommen per MQTT einen Befehl geben. Dogger, also PyDS-Log-Dogger, verbinde dich praktisch mit irgendeiner URL, also praktisch mit einer Internetadresse oder halt auch mit einer lokalen Adresse innerhalb der OT- oder IT-Ebene und lade ein Software-Update für den Sensor zunächst in den Dogger hinein und vom Dogger aus dann in den Sensor hinein. Also beispielsweise, um irgendwelche neue Firmware da einzuspielen oder aber auch, um irgendwelche Konfigurationen oder Filteraufgaben im Sensor zu vollziehen. Das als kurze Einführung. Das heißt, der Docker, für den wir verantwortlich sind, ist exakt auf der einen Seite an den Sensor angepasst und auf der anderen Seite exakt praktisch an einen MQTT-Broker, also praktisch an eine offene Plattform angepasst. Das war mein Part. Ich gebe jetzt mal wieder zurück. Jetzt muss mir mal jemand... Dann als das wäre jetzt dran mit Marketplace. Genau. Und jetzt habe ich meinen Bildschirm auch wieder zurückgegeben. Ich hoffe, das hat geklappt. So, ich hoffe, ihr seht meinen Bildschirm jetzt. Perfekt. Gut, dann teile ich nochmal schnell den Überblick. Also die Idee ist ja jetzt zu sagen, guck mal, jetzt haben wir das gesehen, so wie jetzt hier gerade auf so einer Messevorstellung. Wow, das würde ich jetzt gerne auch probieren. Und wir wollen ja eigentlich zeigen, dass das jetzt genauso einfach ist wie auf dem Smartphone, wo mir einer erzählt, boah, es gibt hier ein super neues WhatsApp, das würde ich gerne mal ausprobieren und das ziehe ich mir im Store und kann es sofort benutzen. Darum einfach nochmal kurz zur Übersicht, die drei Säulen. Wir haben unseren Industrial App Marketplace, also vergleichbar mit einem Google Play Store oder Apple App Store. Wir haben unseren Rollout-Mechanismus, der das dann auf die Geräte bringt, weil die Geräte, auf die wir es bringen wollen, ja nicht wie beim Smartphone ein Display haben und ich arbeite direkt damit, sondern ich muss die mit einem zentralen Device, mit einem zentralen Patch-Management verbinden und ich habe meine Geräte selber. Und diese Geräte können natürlich verschiedene Steuerungen sein, wie hier in der Smart Factory oder wie bei Neuküchen oder wie bei anderen Produktionsbetrieben. Aber es können genauso gut auch Cloud, Kubernetes-Cluster oder Server sein, auf die ich dann meine Apps deploye, wenn die entsprechende Leistungsanforderungen haben. Also, wir sehen hier den Marketplace, das zeige ich gleich nochmal hands-on. Da wähle ich meine Apps aus, dann habe ich mein Hawkbit, dahin übertrage ich die. Und dann habe ich meinen MQTT-Broker, meinen HP-Loader, auf den ich die Daten dann, der sich dann die Daten entsprechend zieht. Und das Ganze ist Open Source. Ich höre immer noch so Hintergrundgeräusche, die mich gerade so ein bisschen irritieren. Okay, danke. Also, komplett Open Source. Wir entwickeln das in der Smart Factory. Und ich würde jetzt einfach direkt mal losgehen und das zeigen. Vielleicht ist nochmal eine Folie ganz interessant. Und zwar diese, wo ich halt einfach, was jetzt hier ist, ich habe jetzt hier kein SSV-Gateway, ich habe den Sensor von SSV, aber ich habe hier einen Phoenix-Contact-Edge-PC liegen, beziehungsweise drei Stück, aber an den einen ist es angeschlossen, um einfach auch zu zeigen, das ist interoperabel, das heißt, man kann hier verschiedene Edge-PCs einsetzen, die brauchen halt eine Docker-Runtime und dann kann das Ganze interoperabel funktionieren. Ich würde jetzt mal auf meinen Browser wechseln, also ich bin jetzt hier im Industrial App Marketplace, wir haben jetzt extra eine Kategorie angelegt, die nennt sich Retrofit und KI. Und in der sehe ich jetzt die verschiedenen Apps. Das heißt, wir haben gerade die gesehen von SSV, von Perfakt und die von Notion. Und man kann dann halt auch auf die App draufgehen, kriegt hier entsprechend die Informationen, alle Detailbeschreibungen. Man kann sich nochmal detailliert zu dem Anbieter informieren, kann auch sehen, was hat er noch für weitere Apps im Angebot. Und so kann ich mich wie bei einem Amazon oder wie bei anderen Marktplätzen einfach über die Dinge informieren. Ich kaufe jetzt mal die App hier von SSV,
Ich muss noch ein paar mehr Apps kaufen. Ich kaufe die von Perfakt. Ich kaufe die von Notion. Und ich kaufe noch den MQTT-Broker, den ich dafür brauche. Und gehe dann in meinen Warenkorb. Sehe dann hier, ich habe von SSV den entsprechenden Docker-Container. Ich habe die zwei Apps von Perfakt und ich habe die App von Notion. Dann gehe ich hier durch meinen Einkaufsprozess. Ich möchte es gerne auf Rechnung kaufen. Bekomme hier nochmal den Überblick über alles, was ich kaufen möchte. Muss hier noch die AGBs akzeptieren. Und klicke dann auf zahlungspflichtig bestellen. Jetzt habe ich die gekauft. Und ich habe jetzt im Hintergrund unter Adressen habe ich meine Hawkbit-Instanz hinterlegt. Das ist diese hier. Ich zeige das einfach mal. Da sieht man im Moment die Apps. Da sind keine zu sehen. Und ich würde die Apps jetzt, die gekauften Apps, würde ich jetzt übertragen. Das heißt, ich klicke einmal hier an Hawkbit übertragen. Das muss man im Moment noch pro App machen. Das funktioniert perspektivisch natürlich auch mit einem Klick. So, und ich sollte jetzt die Apps hier sehen. Hier sehe ich jetzt die vier Apps. Die wurden jetzt automatisch vom Marktplatz in mein Device-Management- und Update-Management-Tool übertragen. Und jetzt kann ich die zusammenstellen zu einer Distribution und kann es dann auf die Geräte ausrollen. Das heißt, wenn ich jetzt in der Fabrik vielleicht 100 Geräte habe oder so, kann ich das auch auf einen Schlag machen. Ich habe jetzt auf meinem Schreibtisch das eine Gerät stehen. Auf das würde ich jetzt einfach mal gehen und das zeigen. Das habe ich jetzt hier im Chrome geöffnet, um zu sehen, das ist ein anderes Gerät. Also hier sieht man jetzt das Edge-Gerät, den Phoenix Contact Edge PC. Und ich sehe jetzt hier den HP Loader, der mit der übergeordneten, mit dem Hawkbit kommuniziert und guckt, ob es für ihn neue Apps gibt. Und ich habe hier auch Portainer am Laufen, wo ich sehe, was aktuell für Apps laufen. Das heißt, ich habe Portainer selber als App hier schon laufen. Und wir haben den HP Loader laufen. Und hier läuft auch schon die Sensor-App, die habe ich schon vorher aktiviert, damit es auch sichergestellt ist, dass es jetzt funktioniert. Ich übertrage jetzt aus dem Hawkbit heraus, würde ich einmal eine Distribution anlegen. Und zwar nenne ich die einfach mal jetzt Dist 1, das ist die Version 1. Das ist nicht unique, also nennen wir so Dist 25, speichern. Und ich füge dieser Distribution jetzt entsprechend die Apps hinzu, die ich brauche. Das heißt einmal die Embedded, die KI-App, den Perfakt MQTT-Broker, den Sensor und den SSV-Container und kann dann jetzt hier, sehe ich das hier und kann jetzt sagen, ich bringe das jetzt aufs Gerät, also weise ich das jetzt hier dem Gerät zu. Das ist jetzt hier der Desk 3. Ich sage, okay, bitte aufspielen. Dann dauert das jetzt einen Moment. Ich wechsle jetzt wieder auf das Gerät. Dann sieht man jetzt hier den Log. Der müsste das jetzt eigentlich, das macht der im Moment jede Minute. Guckt der, gibt es eine neue App für mich? Aktualisiere nochmal. Kann jetzt einen kleinen Moment dauern, weil wir gerade zwischen den zwei Sachen waren. Dann sieht das hier auch. Ne, er ist noch auf Ausführen. In dem Moment, wo das erfolgreich war, sollte das dann auch auf grün umschalten. Ich aktualisiere nochmal. Das dauert jetzt einen kleinen Moment. So, jetzt sieht man das. Er installiert jetzt entsprechend die Docker-Images und startet die auch. Und jetzt müssten wir eigentlich hier sehen, dass es grün ist. Ja, es ist grün zurückgemeldet. Das heißt, die Apps wurden erfolgreich auf den Edge-PC gebracht, auf unser Gerät. Und wenn wir jetzt hier im HP Loader gucken, im Portainer gucken, ich aktualisiere mal eben, dann sehen wir hier, dass die ganzen Apps laufen und funktionieren und alle auf Running. Und wir können jetzt, genauso wie wir es eben bei Jan gesehen haben, ich muss mal eben schauen, welcher Port das war. Das war der 1885 und dann UI. Und dann sollten wir da die App sehen. Kann einen Moment dauern. Ja, das ist jetzt der Vorführeffekt. Eigentlich müsste jetzt hier die App erscheinen. Ich gucke nochmal gerade einen tiefer, warum das nicht geht. Eigentlich ist sie da. Wir sehen hier die App. Vielleicht muss ich es kleinschreiben. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ja, case-sensitive. Okay, also ich hätte es kleinschreiben müssen. Jetzt sehen wir hier die App. Die App läuft. Und wenn es jetzt gut läuft, kann ich jetzt hier auch auf Start gehen. Ja, da ist noch ein kleines Kommunikationsproblem. Aber im Prinzip wird das jetzt so funktionieren. Ist jetzt, weil es bei mir alles auf dem Schreibtisch steht. Aber in der Praxis sieht das dann so aus, ich klicke hier auf Start und dann legt die App los und sie funktioniert. Genau, ich würde jetzt gerne an den Nächsten übergeben. Ich glaube, ja, das ist... Ich würde Jan noch mal kurz zwischenschalten. Jan Jokusch.
Jan, dein Ton ist aus. Ja, der Unmute-Knopf ist immer woanders. Das ist, damit das nicht so einfach ist. Ja, jetzt hören wir dich. Ja, der Knopf ist immer woanders. Ich muss ihn immer suchen. So, genau. Der Fortsetzungsroman von dem, was Jan gerade gemacht hat, wäre, dass man hier eben diese Start- und Stopp-Funktion hat und die steuert im Grunde genommen das Streaming von dem Sensor. Vorhin hatte Klaus-Dieter Walter kurz erwähnt, dass es sich bei dem Sensor dass der so ein Streaming-Protokoll benutzt und dass man den erstmal triggert. Und das ist das, was hier mit dem Startknopf gemacht wird. Und um zu sehen, dass dann nachher dass das wirklich läuft, sieht man dann hier einmal pro Sekunde ein Update mit den Sensorwerten. So, und diese Sensorwerte, dieses rohe Material hier, das ist das, was wir sammeln, in Fourier-Transformationen aufbereiten und dann weiterreichen an den KI-Teil, den wir gleich sehen werden. Und ich glaube, das ist auch schon der Stichpunkt, an dem ich weitergeben kann an dieser. Ja, ich habe auch noch gerade vielleicht als kurzen Einwurf, es klappt bei mir jetzt auch, das war nur der Delay. Ich habe es, glaube ich, ein bisschen zu schnell durchrauschen lassen. Also bei mir funktioniert es jetzt auch genauso. Node braucht ein bisschen, um auf Arm zu starten. Alles klar. Gut, Visa. Dann gehen wir zu Visa über. Ja, super, Jan, vielen Dank. Hallo, ich habe eine kleine Präsentation zur Embedded AI App vorbereitet. So, sagt mir Bescheid, sobald ihr was sehen könnt. Okay, super. Es sind auch nur ganz wenige Folien. Im Prinzip möchte ich jetzt zunächst mal auf die Vorteile, die sich durch den Industrial App Marketplace ergeben, aus Sicht der, ich sag mal, der Algorithmen, der KI. Im Prinzip ist es so, dass durch diese App Marketplace Funktionalität es möglich ist, auf ganz verschiedene Datenquellen zuzugreifen und die ganz einfach zu integrieren. Weil um was mit Daten machen zu können und daraus einen Mehrwert zu generieren, brauche ich erstmal einen Zugang auf die Daten. Und um Modelle zu trainieren, muss ich auch noch was über meine Zielgröße, in unserem Fall hier über den Maschinenzustand, wissen. Und ich brauche aber, wenn das Ganze in irgendeinem realen, zum Beispiel Produktionsumfeld stattfindet, brauche ich auch irgendeine Rückmeldung, irgendeine Art der Interaktion mit dem Menschen, um überhaupt das Ganze in Betrieb nehmen zu können. Das heißt, es sind sehr viele Schnittstellen und Datenquellen, die man benötigt, um überhaupt damit loslegen zu können. Und da bietet sich dieser Industrial App Marketplace an, mit dieser einheitlichen Schnittstelle, wo man sich ganz gezielt auf ganz unterschiedliche Quellen und Senken zuschalten kann und dann Zugriff auf, ich sag mal, alles hat, was sich dort auf dem Edge-Device abspielt. Und das macht es so einfach, auch dann komplexe und spezialisierte Apps, wie zum Beispiel diese Embedded AI-App, auszuführen. So, was macht diese App nun? Die App macht eigentlich nichts anderes, als vorherzusagen, in welchem Zustand die Maschine ist. Und das basierend auf Sensordaten. Das können ganz unterschiedliche Sensordaten sein. In unserem Fall haben wir jetzt Vibrationsdaten genommen von dem MEMS-Beschleunigungssensor, den Jan vorhin vorgestellt hatte. Und diese Daten werden entsprechend verarbeitet, um diesen Zustand abzuleiten. Die Software, die wir hier nutzen, ist ganz speziell auf kleine Edge-Devices hin entwickelt und optimiert und erlaubt nicht nur die Auswertung der Sensordaten, sondern auch direkt das Training der Modelle auf dem Edge-Gerät selbst. Das heißt, ich brauche kein rechenstarkes Backend, ich muss nicht viele Daten irgendwo speichern. Ich kann das alles während dem Arbeiten im laufenden Betrieb machen und mit sehr auch leistungsschwächeren Geräten kann ich das durchführen. Ich möchte jetzt mal ganz kurz erklären, wie das prinzipiell abläuft.
Wir haben zwei Betriebsmodi der Software. Das eine ist das Training und der zweite Teil ist die Anwendung dessen, also die Klassifikation oder Bestimmung des Maschinenzustands. Bei dem Training geht es darum, dass wir ein Modell generieren wollen, das dann in der Lage ist, den Maschinenzustand abzuleiten. Und dafür benötigen wir zum einen die Sensordaten. Wir brauchen aber auch noch Informationen, in welchem Zustand ist meine Maschine denn eigentlich. Das sind sogenannte Labels. Das ist Domänenwissen, die der Benutzer der Maschine auch mitgeben muss. Zum Beispiel, jetzt ist die Maschine im Zustand aus oder jetzt ist die Maschine im Zustand Lastfall oder Vibration. Diese Information zusammen mit den Sensordaten wird verwendet, um dann ein überwachtes Lernen durchzuführen, um das Modell zu generieren. Und dieses Modell kann dann verwendet werden, in dem Fall dann ohne die Labels, ohne bekannte Maschinenzustände, um aus den Sensordaten die Maschinenzustände abzuleiten. So, das war es in wenigen Worten dazu. Ich werde in ungefähr einer Stunde nochmal einen halbstündigen Talk genau zu diesem Thema machen und da ein bisschen mehr ins Detail gehen. Und jetzt gebe ich wieder zurück zu Jan. Sobald. Ja. Vielen Dank. Wir haben jetzt nochmal so eine Gelegenheit, den Gesamtdurchlauf zu machen. Ja. Könnte jetzt die Zeit auch einmal nutzen, um das Training effektiv zu zeigen. Denn das ist natürlich bisher relativ einfach gesehen gewesen. Sie gucken hier auf diese Probabilities, also auf die Wahrscheinlichkeiten, die das Netzwerk ausgibt für die einzelnen Maschinenzustände. Aber dies ist natürlich nach dem Training, weil jeder, der sich mit Machine Learning beschäftigt, irgendwann in seinem Leben gelernt hat, dass man niemals mit einem untrainierten Netzwerk in eine Vorführung geht. Aber wir kennen uns jetzt ja schon, deshalb würde ich jetzt einmal den Container stoppen, der hier die Lernvorgänge macht und den einfach mal clearen bzw. löschen und neu generieren. Ja, so. So, wir haben den also quasi jetzt wieder. Haben wir hier ein Problem? Ach so. So. So, wir haben also jetzt quasi den fabrikneue Netzwerk rausgenommen. Das ist trainiert auf eine ähnliche Maschine, aber nur auf eine ähnliche Maschine. Und wir sehen, wie das dann manchmal aussehen kann. Das war vorhin auch einmal kurz zu sehen. Das Netzwerk hat hier durchaus im Moment Zweifel daran, wie das richtig aussehen soll. Und wir haben hier rechts oben in dem Bereich, ich versuche das hier nochmal wegzukriegen. Geht nicht weg. Na gut. Wir haben hier einen Labeling-Bereich und das ist genau das, was ein Kollege oder Mitarbeiter an der Linie benutzen würde, um Informationen reinzuschicken in das Netzwerk, darüber, wie die Maschine im Moment, also was im Moment der korrekte Zustand der Maschine ist. Und ich habe hier gerade mal auf Off geklickt, um klarzumachen, die Maschine ist jetzt gerade aus. Und ich muss jetzt die Luft ein bisschen füllen mit Gespräch, weil ich so und so viele Samples zusammenbekommen muss, bevor ich in den nächsten Zustand rübergehe, damit der Lernalgorithmus diese Sachen auch annimmt. Das heißt, er braucht auch Trainingsdaten einer gewissen Qualität. So, wir gehen jetzt mal in den nächsten Zustand rüber. Und das, was ich jetzt mache, wird eben hoffentlich den Output des Netzwerkes dann in Zukunft verbessern. Im Moment sehen wir noch den Output des noch nicht nachtrainierten Netzes. Das heißt, es sind nach wie vor ein paar Fehlerchen dabei.
als nächstes gebe ich der Maschine Last und markiere damit. So, ich muss jetzt noch einmal umgreifen und den Vibrationszustand herstellen. So, und damit beende ich das Training. Und jetzt dauert es ein kleines wenig und das Netzwerk kommt jetzt zurück in seinem neu trainierten Zustand. Und man sieht schon den Unterschied. Also die Sicherheit, dass es sich jetzt bei dem laufenden Zustand handelt, ist deutlich stärker als eben gerade noch. Der ausgeschaltete Zustand ist nicht so schwer von dem Rest zu unterscheiden. Insofern staunen wir darüber mal nicht so doll. Aber speziell die Zustände mit Last oder ohne Last, die kann er jetzt relativ zuverlässig unterscheiden, aufgrund der Trainingsdaten, die ich gerade geliefert habe. Nicht ganz zuverlässig, weil ich auch nicht sehr lange trainiert habe, das muss man fairerweise zugeben. Aber das ist das Prinzip. Das heißt, selbst wenn man dieses Netzwerk nicht vortrainiert, sondern einfach aus der Tüte nimmt, so wie es der Hersteller geliefert hat, braucht man nicht wahnsinnig lange, um daraus dann so eine zuverlässige oder einigermaßen zuverlässige Unterscheidung dieser vier Zustände zu bekommen. So, das wäre so dann der Abschluss des kompletten Zyklus. Ich würde dann abgeben an dich, Robert. Ja, eher nochmal an Jan Alsters. Vielleicht schaltest du nochmal zu mir, zu Nolte, damit wir nochmal sehen, wofür dieses Projekt dann am Ende auch dient, nämlich der Betriebsdatenerfassung in der Produktion, um dort natürlich die Produktion zu optimieren. Das heißt, auf Grundlage von OEE, also Maschinenverfügbarkeit, Anlagenverfügbarkeit, dann zu zeigen, dass das Ganze auch für die Firma Nolte von Wert ist. Könnt ihr das Video jetzt sehen? Läuft noch nicht. Ja, aber es ist da. Ne? Okay, jetzt startet es. Herzlich willkommen zurück am Geschehen. Sie haben gesehen. Ist es zu hören? Ja. Ja. Gut, dann ich starte es nochmal eben ordentlich neu. So. Herzlich willkommen zurück am Geschehen. Sie haben gesehen, wie einfach so ein Edge Gateway in Betrieb genommen werden kann. Wir sind jetzt wieder hier live in der Produktion. Und Herr Rowe wird uns jetzt noch einmal den Gesamtprojektzusammenhang erläutern, damit Sie auch sehen, dass in einer Fabrik diese Dinge heute schon so auch in der Praxis umgesetzt werden. Ja, danke nochmal. Ja, das Edge Gateway oder Edge Device ist natürlich nur ein kleiner Baustein von einem größeren Gesamtprojekt. Wir haben vor etlichen Monaten eine Digitaloffensive bei Nolte Küchen gestartet und eines dieser Projekte, die daraus hervorgegangen sind, das ist unser MDE-Projekt, das wir gemeinsam mit der Firma Perfakt halt eben umsetzen. Da ist das Edge-Device für uns die Möglichkeit, in unserer heterogenen Landschaft halt eben die Daten einzusammeln, für Perfakt immer gleichartige Daten einzusammeln, sodass dann die Auswertung und die Aufbereitung der Daten auch uniform erfolgen kann. Also wir versuchen das über diese Möglichkeiten alles zu abstrahieren. Da können wir mal einen kleinen Blick drauf werfen. Wir haben hier das augenscheinlichste Merkmal, das ist unser Dashboard, wo diese Daten hier auch angezeigt werden. Das sind Testdaten, die dort im Moment gezeigt werden. Und da kann Herr Dr. Reh auch noch ein paar Worte zu sagen. Ja, liebe Damen und Herren, ich hoffe, Sie haben den Einblick hier in das Werk bei Nolte Küchen genossen. Sie haben gesehen, dass die Praxis hier viele Herausforderungen bereithält und dass wir darauf einfache Antworten finden. Ich bedanke mich nochmal bei Herrn Rubbe. Ich bedanke mich bei der Firma Nolte Küchen, die hier ganz hervorragende Produkte herstellt. Denken Sie also bei Ihrem nächsten Küchenkauf auch daran, in diese Richtung sich zu orientieren.
Und wir freuen uns, Sie demnächst real wiederzusehen. Und ich gebe wieder zurück nach Herford. So, eben noch auf dem Shopfloor, jetzt schon wieder hier in der Videokonferenz. Ja, damit sind wir eigentlich mit unserer Live-Demo hier weitestgehend, ja, am Ende will ich nicht sagen, weil eigentlich ist es der Anfang von allem. Das heißt, ja, nochmal herzlichen Dank an alle Beteiligten, die hier sich engagiert haben. Und man hat, glaube ich, sehr schön gesehen, dass Partner, die eigentlich zuvor erstmal ganz separat unterwegs waren, sich hier über den Industrial App Marketplace wunderbar zusammengefunden haben, um diese Themen halt entsprechend gemeinsam zu lösen. Und ja, die Idee von Jan Alsters hier natürlich wunderbar ist, alle diese Dinge zusammenzubringen, einfach anwendbar zu machen, sodass auch eben für eine ja, Unternehmens-IT, wie bei Nolte zum Beispiel, auch so eine Inbetriebnahme von einem Gateway einfach und simpel dann entsprechend möglich ist. Ja, wir haben jetzt noch Zeit für Fragen. Ich bin hier auch im Chat unterwegs. Also wer jetzt Fragen stellen möchte, kann sich also live reinschalten. Wir haben noch 10 Minuten Zeit, sodass wir hier halt auch gerne gemeinsam diskutieren können. Während Sie überlegen, was Sie fragen möchten, kann ich vielleicht noch eine kleine Nebeninformation dazugeben. Also die Firmen Notion und Phoenix und Perfect und SSV. Wir haben uns im Grunde genommen nur über ein paar MQTT-Schnittstellenfragen ernsthaft abstimmen müssen. Ansonsten war dieses Projekt tatsächlich extrem schnell und gut umsetzbar. Insofern ist das auch für jeden, der seine Werkshalle mal ein wenig reformieren möchte, ein mutmachendes Beispiel. Also wir haben das natürlich als Messedemonstrator hier aufgezogen, aber in real wäre das nicht viel komplizierter gewesen. Also insofern auch nochmal ein großes Kompliment in die Runde. Das ist schon, glaube ich, also Herr Hofe selbst jedenfalls hat mir neben der offiziellen Tonspur gesagt, dass er das doch ziemlich beachtlich findet, was da passiert ist. Ich denke auch, Jan, ich teile vielleicht noch einfach noch mal meinen Bildschirm parallel, weil dann können wir das nochmal schön sehen. Wir sehen hier den MQTT-Broker, wir sehen hier die App, die jetzt auch läuft mit ein bisschen, das waren diese paar Sekunden Verzögerung. Also wenn ich das jetzt hier starte, dann sieht man genau, wie hier auf dem MQTT-Broker entsprechend die verschiedenen Apps miteinander kommunizieren, hier regelmäßig ihre Updates schicken. Wir sehen hier die Informationen, die vom Sensor kommen, regelmäßig. Wir sehen die Informationen, die die Perfect-App bereitstellt und wir sehen die Analyse, die Notion-App hier macht. Das greift hier alles sehr schön ineinander und es ist wirklich eigentlich nur das, dass man sich einigen muss, wie nennt man hier die Topics. Wir haben es jetzt einfach nach Firmendomains genommen, weil die eine eindeutig sind, also perfect.de, notion.de und so tauschen die hier die Daten aus. Das ist eigentlich das Tolle auch an dem SSV-Sensor, dass der auch komplett auf MQTT setzt. Das heißt, man kann ihn konfigurieren und die Daten abrufen, beides hier über die MQTT-Topics. Das macht es sehr, sehr einfach und sehr, sehr schnell, die Dinge zu integrieren. Und man kann es halt auch unkompliziert hier mit diesem kostenlosen Tool wie dem MQTT-Broker darauf zugreifen, sich das angucken, sehen, was da im Hintergrund passiert und auch mit Node-RED das Ganze kombinieren. Na, vielleicht auch noch mal eine Ergänzung in Richtung Hardware. Das hattest du ja gerade auch gesagt, schön, Jan, als das, dass man diesen Sensor auch an unterschiedliche Gateways anbauen kann. Ihr habt es ja sogar im Phoenix Edge Gateway zum Beispiel integriert. Und das ist, denke ich, auch etwas, was ein bisschen die Motivation für die Unternehmen aus dem Hardware-Bereich ist, dass man hier natürlich auch eben entsprechend sehr flexibel agieren kann, weil Kunden von uns sind im Tiefkühlbereich unterwegs oder vielleicht auch mal in anderen robusten Umweltbedingungen. Und da muss ich mich halt auch am Hardware-Markt ein bisschen freier bewegen, um zum Beispiel auf diese Dinge einzugehen. Und da gibt es halt Edge-Gateways, die vielleicht im Tiefkühlbereich besonders zum Einsatz kommen können oder eben bei besonderer Hitze. Und da muss ich halt, ja, ohne dass ich an der Software wieder Eingriffe vornehmen muss, flexibel sein und das Ganze einfach in Betrieb nehmen können. Und ich denke, das ist auch so ein bisschen die Motivation, die hier eine Rolle spielt, dass sich ganz unterschiedliche Hersteller hier zusammentun, um tatsächlich eine gemeinsame Lösung zu präsentieren.